Hallo und herzlich willkommen hier zu weiteren Folge hier der Karte auf der Karte Eventuring 3.1. Eventuring 2 ist genau genommen. Ich werde mir jetzt diesen Fahrzeuge reparieren und warten, also im Prinzip eine Wartung führen. Der Anhänger soll ja nachher unser Pferdegras Richtung BGH 1, Hochhof 1 bringen zum Silo. Und genau, den Traktor auch. Den reparieren wir auch mal gleich. Den werden wir nicht nehmen, den werden wir natürlich woanders verwenden, glaube ich. Oder könnt ihr den auffahren, ne? So ist das nicht. So. Mal repariert. Und jetzt geht der Richtung Feld. Ja, schon eigentlich da. Mist, Blocking, 5%. Hat er schon wieder ausgemacht, dann fahren wir gleich vorbei. Jetzt wird aber alles aus. Ich denke, das ist Feierabend. Das ist auch ein Feierabend. Jetzt können wir den Mist nicht von der BGH hin, ne? Also, die können wir wenden. Gehen wir aus. Wir haben so viel Mist da, das muss noch alles zu BGH. So. Genau. Wir beschweren sie auch schon. Das Ding hier. So. Wie gesagt, der kann mit Pferdegras fahren. Hat noch eine recht große Füllmenge. Und die anderen Anhänger, die normalen, die können ja das Getreide fahren vom Feld Nummer 10. Wenn es soweit ist, ne? Muss man ein bisschen hin, aber wie gesagt, vorbereiten. So nach und nach unsere Fahrzeuge sortieren. Ne? Das muss ja alles gemacht werden vorher. Und halt ein bisschen Gas geben. Dann wollte ich mal schauen, ob wir genügend Mastbullen haben, von denen wir zum Hof 1 fahren könnten. Da überlege ich mir, dann einen kleinen Vieranhänger kaufen, der einen Traktor ziehen könnte. Ja. Machen wir mal die Innenansicht. Der hat keine Kabine, aber wir haben trotzdem die Innenansicht. Ne? Sieht ein bisschen besser aus. Wir haben einen schönen Blick vom Traktor, links und rechts. Rechts ist unser Maisfeld. Soll alles für die BGH sein. Wird noch eine richtige Aktion werden. Mit zwei Feldern Mais ist schon heftig. Da sind die 9 Tage ganz gut. Da haben wir dann genug Zeit. Weil Mais dauert ja auch fast 3 Tage die Ernte. Wenn alles rund läuft. Ne? Dann ist ja Augreif auch neuer schon weiterentwickelt und Kursberg auch. Von daher bin ich gut vermutet, dass es klappt. Aber das dauert noch eine ganze Weile. Vorher muss ich Getreide einfahren, die Ernte. Feld 37 ist auch noch Getreide. Und Feld Nummer 48 oder so ist auch noch Getreide auf. Später nachher noch die Sonnenblumen. Hoffen wir da aber richtig Wetter kriegen, gutes Wetter. Die Funktion Dreschen bei Nass haben wir ja so nicht. Mit der weiteren Option der Trockner. Das wäre ja eine Möglichkeit, ne? Weil das zum Jahresende das recht nass ist und schlecht trocken auf dem Feld. Dann muss man öfter mal die Option haben, dass man das vor das Einlager eine Trockenanlage schicken könnte. Natürlich mit Energieverbrauch. Könnte man ja Diesel selber herstellen, theoretisch, was immer verwenden theoretisch, wenn sowas geben würde. Aktuell wüsste ich sowas nicht. Ob es überhaupt technisch machbar wäre, dass Drescher das trotzdem könnten. Also im Prinzip man dann, wenn man hier nasses Getreide hat, theoretisch, und das eigentlich im normalen Lager lagern kannst, das abgelehnt wird und dafür muss man einen separaten Lager haben, wo es zur Trocknung rausgeht. Und wenn man hinterher Verarbeitungszeit hätte, theoretisch trockenes Getreide hätte, ne? Das ist lagerfähig. Wenn das Getreide nass ist,
Die Sammlung kannst du auch hinter Schimmel, ne? Ist dann eher so, versaut, kann man sagen. Ne? Kann man bestenfalls verheizen. Ne? Aber nicht mehr als so. Jetzt haben wir Schulimarker hier. Muss ich erstmal hier den Traktor stehen lassen. Ne? Oder ich wollte tauschen. Ich wollte die beiden Grünen haben. So war es gewesen. Wollte hier die feinen Glas haben. Hab einen langen Arm gehabt, ne? So, da war das. Und den schwarzen. Und den werden wir nehmen für unseren Schulimarker. Ja, der ist bald schon mal lackierreif, ne? Der hat schon ein bisschen Alter erlebt, ne? Geht die Farbe runter mit der Zeit. Muss ich mal sehen, im nächsten Jahr mal lackieren lassen. So. Wie gesagt, den wollte ich ja verwenden, um entweder Gras sammeln oder Gras vom Häcksler aufnehmen, ne? Wenn um sie was besser geht, ne? Die Extra, die machen ja im Prinzip gleich rein, und wenn das mit dem Steinwerk geht. Ansonsten muss ich noch Steinwerk ergänzen. Wo man sagen kann, die müssen halt noch die anderen beiden Steinwerke kaufen. Ne? Halt für Gras. So. Jetzt haben wir zwei Abfahrer hier, die spezielle Wagen haben. Ne? Von vorne und von Studiomarker. Vielleicht kaufe ich noch einer dazu. Wie heißen noch gleich das LKW? Anhänger. Ach so, hier. Diverses. Da, dieses Messgerät wollte ich kaufen. So, zurück. CNC-Mühle, was ist das für ein Ding? Ach, der kann dann. Ach so, Körner meistens mal. Naja, na gut, brauchen wir nicht. So, wir haben Messgerät gekauft, also, achso, ich wollte gucken wegen Ladewagen, und zwar Ladewagen, der theoretisch nicht sammeln kann, sondern nur können ja alle sammeln, das wollte ich nicht. Mähtechnik wollte ich nicht, normalerweise nicht. Der kann 1,08 Meter. Machen die mich hier? Ach, die sind hier mit bei. Und zwar der Krone, der nicht sammeln kann, aber dafür gut auch entsprechend, ne, wie der Schulimarker, recht hohe Mengen an Gras nehmen kann. Ne? Also der ist ja mehr, also nicht für Getreide, sondern mehr für Gras und so ein Zeug. Ne? Stroh. Der übrigens auch. Oh, der kann auch Getreide, okay. Die anderen Fahrzeuge. Oh, recht viel habe ich da, ne? Großzügig. Wie gesagt, die können ganz gut hier. Mengenmäßig gut. Die sind für, dafür ausgelegt, ne? Also wie Mais und so zum Beispiel. Aber wenn es weit ist. So. Haben wir hier mal zwei Fahrzeuge. Falls ich dann noch mal ein paar Fahrzeuge brauche, diese kommen dann dafür in Frage, auch für Mais, ne? Den noch nicht. Die Schwarzen immer gefahren. Ich könnte mir vorstellen, dass ich noch zwei kaufen werde, weil es doch recht viel Mais, Pferdegras und auch Mais. Eher den Verdacht, da kommt alles zur gleichen Zeit, aber Gras kann man ja auch ernten, wenn nass ist. Obwohl das zum Silieren, glaube ich, gar nicht so gut ist, wenn das so nass und super gemäht wird. Es gibt so viel Silierwasser. Ist besser, wenn es zumindest so trocken ist. Ne?
Schauen wir mal, wenn das Wetter etwas besser wird. Könnt ihr jetzt mal ein bisschen schneller, also heute Nacht auf jeden Fall geschlafen. Und dunkel wird. Wir haben jetzt fast 20 Uhr. Im Spiel und in dem und dann muss ich auch da. Jetzt haben wir zwei Fahrzeuge jetzt für Abfahrer Getreide. Dann muss ich noch zwei Fahrzeuge nehmen. Da brauche ich ja mindestens vier, sonst stehen die lange rum. Also das ist bei der Entfernung zum Hof, zum Lager, ist das ganz schön weit. Er qualmt, ne? Ja, der Tank ist voll. Naja, drei Viertel voll, das reicht. Der Missfahrer hört Blocking. Das gefällt mir gar nicht mit dem Förderband. Also das hat man Mist irgendwann leer gewesen, hätte man auch den Fahrer entlassen können, dann wäre das irgendwann gut. Der Kippe ist bei 50%. Ja, bei Gelegenheit mal reparieren, ne? Kann er mal auf 15 gehen, Geschwindigkeit, ne 15, ne 1, ein bisschen schneller vorankommen. So, dann können wir den anderen zweiten aufrecht nehmen, der da hinten noch steht, der schwarze Anhänger, und den einen haben wir noch im Hof. Dann sieht nur ein Traktor aus hier. Kann ich ja auch die Fahrzeuge nehmen, die jetzt theoretisch jetzt Gift gefahren sind oder die Unkraut sind. Unkraut kann ich das Mittel gefahren haben. Umgerüstet auf normale Bereifung. Unsere neuen Käse mit 300 PS, die können das sehr gut. So. Das trifft sich ganz gut. Weiß gar nicht, wie man anhält. Und eins. Und abschalten. So. So, hier haben wir noch einen Anhänger. Den. Packt noch nicht. Und der kann ja schön Gülle ausbringen, ne? So wie bei Thüringen. Ich hab's hier aber mal gemacht mit Kursplay, ne? Das Ding zum Reinigen. Denn klar, Gülle ist hier auch so ein. Eigentlich von den Kühen ist es so gemischt, ne? Von allen. Und ist eher dickflüssig, kann man sagen. Das Dickere setzt sich ja meistens irgendwann ab. Und dann haben wir dann den Scheiß. So, hier haben wir noch Ballenfressen. Zwei, drei, drei. Stück Kohle. Da wollen wir einen speziellen Anhänger haben, ne? Das ist auch blöd, ne? So. Hier, die kann man umrüsten. Auf normale Bereifung. Mal für den Breitreifen. Das sind Pflegereifen, also das ist. Das brauche ich auch. Zum Beispiel jetzt bei nassen Verhältnissen und das Gerät brennt ja durch. Und dann hast du bei diesen ganz schmalen Reifen das Problem, dass die ja unten nicht vorwärts kommen. Ne? Aufgrund des Bots unten rechts. So, umrüsten wir mal. Und zwar gehen wir auf die hier, das sind Zwillings Pflegebereifung. Die Reifen und Zwillinge ist Quatsch, wir wollen auf Straße fahren, also Radgewichte und Breitreifen und Radgewichte. Radgewichte brauche ich eigentlich nicht normalerweise, das ist. Ich brauche nur Breitreifen. Radgewichte ist ja Quatsch auf dem Feld, das ist ja auch nicht schwer. Maximale Leistung 313 PS, das ist gut.
Ja, das wäre ja jetzt. Und das Gewicht hinten dran. Ne? Vorne machen wir nur wegen. Ja. Der Anhänger zieht, ne, dass er entsprechend vorne nicht hochgeht. Ne? Der Anhänger haben wir jetzt oben am Hof rein. Also auch noch Silage Ballen, ne? Alles für Kühe. Und eine Grasfläche. Ne? Wir müssen noch ein bisschen was in Reserve haben für den Winter. Ne? Eigentlich müssten wir die Felder mit Gärresse gleich düngen. Aber in dem Fall, da nehmen wir uns auf für Personal Farming, ne? Dass wir da was haben. Gut, also Anhänger bei Kipper bei 45%. Den reparieren wir auch gleich. Haben wir mühsam reingequält hier. Der Mähfahrer ist ja deaktiviert, da ist ja kein Mäh da. Ups. Ja. Ich gehe mal um auf meine Taste Lenkrad wieder. Ich muss genauer fahren. Ja, es wird langsam dunkel. Und die Zeit ist auch fürs Folgende da, ne? So. Dann können wir gleich mal eine Nickerchen machen, mit dem wir repariert haben. So. Gut, schon 41 Jahre alt, Tage. Ja, das ist gut. Dann müssen wir schon verkaufen. Ne? Da wäre schon, ne? So, die Schauer. Ich gehe jetzt schlafen. Dann sage ich euch mal schön, schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, mich freuen, wenn ihr morgen auch da seid. Dann geht es hier weiter mit der Vorbereitung, mit der Ernte. Ja, hier müssen wir ein bisschen unterwühlt hier, ne? Ja, und dann geht es weiter. Ja, hoffen wir, dass morgen was passiert ist, ne? Heute Nacht werde ich kurz vorspulen, wird ja bis früh um 6, 7. Und dann werden wir sehen, was morgen los ist. Ja, nochmal ein dickes Dankeschön fürs fleißig reingucken und schalten und liken und tun und machen. Ja, tschüss, bitte, ciao. Und morgen geht's hier weiter, hier in Thüringen mit LS. Ne? Tschüss.